Hallo und herzlich willkommen bei Laber Reviews. Mein Name ist Lasse Vogt und heute nimmt uns Regisseur Eli Roth mit auf eine gruselige Tour durch das Haus der geheimnisvollen Uhren. In den frühen 1950ern hat der junge Louis Barneveld, gespielt von Owen Vaccaro, durch einen tragischen Unfall seine Eltern verloren. Nun zieht er nach Michigan zu seinem rätselhaften Onkel Jonathan, gespielt von Jack Black. Und dieser wohnt in einem großen Haus, das voller Geheimnisse und vor allem vieler Uhren steckt. Und seine Nachbarin Florence Zimmerman, gespielt von Cate Blanchett, hängt oft mit ihm im Haus herum und liefert sich mit ihm Wortgefechte. Und irgendwann kommt Louis dahinter, dass an diesem Haus irgendetwas sehr, sehr ungewöhnlich und sehr, sehr magisch ist. Und außerdem kommen, und wer weiß genau, was überhaupt die beiden Bewohner des Hauses so im Schilde führen. Und nach kommt er dem dunklen Geheimnis auf die Spur, welches dieses Haus in sich trägt. Das Buch, dieser Film basiert auf einem Buch, das ich persönlich nicht gelesen habe. Und ich war vor allem sehr neugierig durch den ersten Trailer und den Regisseur dieses Films. Denn der Regisseur ist, wie schon gesagt, Eli Roth. Und wem dieser Name nicht sofort etwas sagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr mindestens einen seiner Filme gesehen habt. Denn unter seiner Regie entstanden solche Slasher und teilweise auch Torture-Porn-Sachen wie Cabin Fever und Hostel. Und ich persönlich war nie ein großer Freund von seinen Filmen und seinem Stil. Ich finde, seine Charaktere sind immer sehr, sehr nervig und offensiv. Und ich konnte insgesamt nicht sehr viel mit all diesen Sachen anfangen. Ich fand ihn ehrlich gesagt immer als Schauspieler sehr viel besser. Ihr kennt ihn nämlich garantiert als Bärenjude in Quentin Tarantinos Inglourious Basterds. Und ich finde, da hat er eine sehr gute Performance abgeliefert. Und in den letzten Jahren hat er sich in so eine interessante Richtung entwickelt, in dem Sinne, dass er mehrere Filme gemacht hat, die so eine Art Throwback sind zu bestimmten anderen Horror- und Thriller-Filmen, die es früher so gab. Zum Beispiel den Film Knock Knock mit Keanu Reeves, ein Remake von Death Game. Und dann kurz im selben Jahr dann auch noch im Prinzip eine große Hommage an Cannibal Holocaust, The Green Inferno. Und ich finde es halt sehr interessant, dass er sich als Filmemacher so weit entwickelt hat, dass er inzwischen halt diese Throwback-Filme macht, die an bestimmte klassische Sachen erinnern, die es früher mal gab. Und dann plötzlich kam diese Auftragsarbeit Death Wish mit Bruce Willis, ebenfalls ein Remake, wovon ich halt einigermaßen verwirrt war. Und als ich gehört habe, dass er diesen Film hier inszeniert, habe ich am Anfang erst mit einem ziemlichen Horrorfilm gerechnet. Aber tatsächlich ist dies nicht bloß ein Horrorfilm, sondern es ist ein Familienhorrorfilm im Stil der Amblin-Sachen aus den 1980ern, halt des Steven Spielbergs Produktionsfirma. Und obwohl Steven Spielberg hier nicht direkt am Film beteiligt war, sieht man doch seine Fingerabdrücke überall. Tatsächlich huldigt Eli Roth in seiner Regiearbeit hier ganz eindeutig den Stilistiken von Sachen, die Spielberg entweder selbst inszeniert oder produziert hat, sei es nun E.T. oder ganz besonders Gremlins von Joe Dante. Auch viele Joe Dante-Referenzen gibt es hier. Und ich war halt sehr überrascht, dass er in diese Richtung geht, wo es plötzlich familienfreundlich wird, weil seine übrigen Filme waren alles andere als das. Und ich finde es, in dem Sinne finde ich es eigentlich sehr vorteilhaft, dass jemand, der sehr viel im echten Horror unterwegs war, in richtigen Hardcore-Filmen, dass jemand nun etwas macht, was eher so an die Familie gerichtet ist. Das ist sehr viel, ich finde sowas ist eigentlich sehr viel besser, als wenn man vorher bevorzugt Kinderfilme gemacht hat. Und dann plötzlich geht man in Sachen, die eher so ein bisschen gruselig sein sollen. Ich finde, das ist halt etwas daneben gegangen mit Gänsehaut, wo der Regisseur halt offensichtlich eher aus dem Comedy-Familienbereich kommt. Und dann muss er etwas inszenieren, was halt so ein bisschen ins düstere Makabre geht, aber es funktioniert nicht hundertprozentig. Es wirkt alles trotzdem eher harmlos und sehr spielerisch. Und ein weiterer Stempel auf diesem Film ist Drehbuchautor Erik Kripke. Er ist der Serienschöpfer von von Supernatural, dieser wahnsinnig beliebten Serie. Und er kennt sich dementsprechend auch sehr gut mit Horror und Mystery aus. Also haben wir gleich zwei Leute aus diesem Fachbereich, die diesem Familienfilm ihren Stempel aufdrücken. Und ich finde, größtenteils funktioniert das auch sehr gut. Der Film funktioniert als Throwback zu den alten Amblin-Klassikern. Es ist auf jeden Fall eine neuere Version davon, obwohl er in den 1950ern spielt. Es ist halt jederzeit offensichtlich, in welchem Jahr dieser Film entstand. Das sieht man an der Effektarbeit, das sieht man am Schauspiel und so weiter.
Aber es ist sehr interessant, wie dieser ganze Film ein Mix ist aus leichtherziger Comedy und ernsthaftem Horror. Nämlich, ich vermisse tatsächlich die Zeiten, wo sich auch Kinderfilme Mühe gegeben haben, entsprechend den Kindern bei bestimmten Dingen Angst zu machen. In den alten Disney-Filmen sieht man das hier und da, ganz besonders in den 80er Jahren Don Bluth-Filmen sah man das. Und inzwischen kehrt es ein bisschen zurück mit Laika und ihren Stop-Motion-Gruselern, wie zum Beispiel Paranorman, Coraline, Box-Trolls, halt sehr viel harmloser natürlich, und Kubo and the Two Strings. Ich finde es gut, dass diese Art von Kinderunterhaltung wieder zurückkommt, wo sich die Macher Mühe geben, den Kindern entsprechend auch ein bisschen Angst zu machen, wenn es ernst wird, denn das gehört zum Leben dazu, das gehört zur allgemeinen Erfahrung dazu. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass so etwas nicht verharmlost wird. Und dieser Film hier treibt das ehrlich gesagt ziemlich in die Extreme. Denn ich habe mich bei einigen Szenen mehr gegruselt als bei einigen zeitgenössischen Horrorfilmen. Denn dieses ganze Haus umgibt von Anfang an dieser Hauch von Mysterium und Wunder. Und von Anfang an machen sie klar, dass dieses Haus magisch ist. Als sie halten überhaupt nicht hinter Berg wird. Eine Minute nachdem man das Haus betritt, sieht man als Zuschauer schon seltsame magische Dinge im Hintergrund. Und das Haus selbst ist tatsächlich einer der Hauptcharaktere. Sei es nun ein sich bewegendes Spiegelglasfenster, so ein bemaltes Glasfenster. Oder sei es ein Sessel, der sich verhält wie ein Hund. Und viele, viele andere Sachen, die in diesem Haus so ihren eigenen Kopf haben. Und was dabei sehr, sehr hilft, ist die Führung von Jack Black. Ich finde, er ist ein wundervoller Darsteller und hat schon in vielen, vielen Rollen ganz toll überzeugt. Und hier ist er sehr, sehr gut und sehr wundervoll eingesetzt auch. Und er hat immer diesen gewissen Blick auch in den Augen, halt, nämlich er hat nur diese eine einzige Regel, fasst diesen Schrank nicht an. Aber ansonsten geht alles. Halt Schokokekse zum Abendbrot und darfst so lange aufbleiben, wie du willst und alles Mögliche. Und wenn es dann ernst wird, dann ist zwar ernsthafte Panik in seinen Augen, aber immer noch dieser kleine Funke von, aber irgendwie ist es auch ganz cool, was hier passiert. Also es ist definitiv eine sehr, sehr gute Mischung in seiner Performance. Und er nimmt den jungen Louis unter seine Fittiche und bringt ihm auch bei, das Haus zu kontrollieren und Magier zu sein. Sie klären halt ziemlich schnell und überhastet auf, was es mit diesem Haus auf sich hat und was Jack Black eigentlich ist. Und dann wird das alles ein bisschen runtergehastet, wie gesagt. Also man kriegt nicht viel Zeit zum Atmen hier. Aber das ist eigentlich auch ganz egal. Wenn man möchte zusammen das Haus entdecken, man möchte Louis dabei zusehen, wie er das alles kontrolliert. Und Owen Vaccaro wirklich hält sich hier sehr gut als Hauptfigur. Er trägt größtenteils den Film auf seinen Schultern. Und er ist einer von diesen Kinderdarstellern, die sehr, sehr authentisch wirken, tatsächlich. Also, er sieht optisch ein bisschen aus wie Jacob Tremblay, was ich sehr interessant fand. Und trägt diese Forscherbrille auf der Stirn, was mich ein bisschen an Book of Henry erinnert hat. Dieser Film ist sehr viel besser als das. Aber es ist so interessant, dass er wenn es an Trauer geht, dann weint er wirklich. Und er macht ein richtig schlimmes Weingesicht dabei. Und man merkt, dass er das alles glaubt und dass er das verkaufen will. Und wenn er in Panik ist und ihn Bücher angreifen, dann schreit er wie am Spieß und es ist wirklich großartig, wie er jederzeit zu glauben scheint, dass das alles wirklich passiert. Und ich finde, sowas ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass der Terror authentisch ist in solchen Szenen. Und mit bei all dem helfen natürlich einmal Jack Black und aber Cate Blanchett. Beide haben wahnsinnig viel Spaß hier miteinander. Sie tauschen immer wieder Beleidigungen aus und man merkt aber, dass sie sich umeinander kümmern, umeinander sorgen. Und wir lernen, dass Cate Blanchett eine sehr, sehr tragische Hintergrundgeschichte hat. Und es wird uns nicht um die Ohren gehauen, es wird nicht mit dem Holzhammer drauf geprügelt, denn sie machen etwas sehr Cleveres, sie enthüllen auf eine ganz bestimmte Art und Weise, was ihre Vergangenheit ist und wie schlimm das alles war. Aber sie halten nicht voll drauf, sondern es passiert sehr subtil und natürlich. Und diejenigen, die den Film gesehen haben und es bemerkt haben, wissen, was ich meine. Und sie ist auf jeden Fall der Straight Man, aber hat trotzdem offensichtlich sehr viel Spaß mit ihrer Performance. Und sie und Jack Black funktionieren großartig miteinander. Und außerdem spielen hier einige Regulars von dem Regisseur mit. Er selbst hat einen kleinen Cameo in einer Sequenz und ansonsten hat man hier eine Schauspielerin wie Colleen Camp, die schon in Knock Knock zu sehen war, und außerdem auch seine Frau spielt hier mit. Und dann haben wir eine Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass dieser hier mitspielt, bevor er im Abspann genannt wurde. Kyle MacLachlan
spielt hier mit. Und normalerweise ist er ein Schauspieler, den ich wirklich gar nicht mag. Aber ich finde, hier funktioniert er sehr gut. Er wird teilweise ein bisschen erdrückt von gruseligem Make-up. Aber man sieht, dass er sehr viel Spaß auch in dieser Rolle hat. Und er hat sehr viel Charisma und er ist für einige der gruseligeren Momente verantwortlich. Die Effektarbeit selbst ist halt offensichtlich cartoonhaft und halt nicht besonders realistisch. Ich hätte es hier sehr viel besser gefunden, wären sie ein bisschen mehr in Richtung Puppenspiel gegangen, ein bisschen oldschool, so wie es Krampus gemacht hat, um dieses Amblin-Feeling noch ein bisschen perfekter zu machen. Aber ansonsten funktioniert das alles sehr, sehr gut. Und da Eli Roth hier nicht mit echten Innereien rumsauen kann, macht er es halt so, dass zum Beispiel Kürbislaternen explodieren und die ganze Matsche halt den Leuten ins Gesicht fliegt. Und das funktioniert sehr gut. Aber auch ansonsten packt er einige großartige Horrortricks aus, seien es gruselige Puppen, knarrende Türen im Dunkeln und sehr gut und sparsam eingesetzte Jumpscares. Es ist definitiv ein Film, der nicht für die Allerkleinsten ist. Also die FSK ab 6 pusht das so ein kleines bisschen. Aber ich kann mir gut vorstellen, für Kinder, die halt auch sowas wie Coraline und Paranorman gesehen haben, die würden sich hier sehr zu Hause fühlen. Und die hätten entsprechend sehr viel Spaß damit und hätten so dieses Gefühl, dass sie mit etwas davonkommen. Halt, das ist diese Art von Film, die man als Kind vielleicht auch heimlich guckt. Und er ist nicht unfassbar schlimm, aber es ist halt in dem Sinne so ein bisschen mehr, als vielleicht das durchschnittliche Kind verträgt. Und deshalb haben sie halt das Gefühl, sie kommen mit etwas davon. Sie schauen so ein bisschen, was verboten ist. Und ich finde, in dem Sinne funktioniert dieser Film sehr gut, als dieser Throwback zu diesen Dingen. Und ich bin mir halt auch sehr sicher, Leute, die ihre Kindheit in den 80ern hatten und mit solchen Filmen groß geworden sind, werden sich ja auch größtenteils sehr zu Hause fühlen. Und ich hatte eine sehr gute Zeit mit diesem Film. Ich fand die Horrorszenen entsprechend gruselig, aber sie lockern mal alles auf mit so einem gewissen Humorsprengsel, dass es nicht zu viel wird. Es gibt einige Sachen, die unfreiwillig gruselig sind und einige Sachen, die so ein bisschen zu weit gehen, was so die unerwachsenen Gags angeht hier und da. Und einiges wird halt ein bisschen zu schnell abgehandelt und halt mit nicht besonders viel Liebe. Aber ich bin mir halt sicher, viele Kinder werden sich sehr gut mit dieser Situation in gewissem Sinne identifizieren können, mit der Hauptfigur. Und sie werden Spaß haben an den ganzen Gimmicks, die das Haus zu bieten hat, an der Musik, an den Farben. Es ist ein sehr, sehr bunter Film. Und an den Visuals natürlich. Aber wie gesagt, es gibt einige wirklich gruselige, sehr makabre Stellen. Also am besten teilweise euren Kindern im Kino die Hand halten, dann schaffen sie es schon. Ich persönlich spreche hierfür meine Empfehlung aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Film in Deutschland floppt, weil diese düstereren Kinderfilme kommen hier einfach nicht gut an. Ich glaube, Kubo hatte nicht mal einen besonderen Lauf im Kino. Ich habe ihn in einer Vorpremiere gesehen und das war's. Also halt, ich bin mir sicher, dass die nicht ganz genau wissen, wie sie sowas vermarkten sollen. Halt, obwohl es halt so ein bisschen im Fahrwasser von Harry Potter mitschwimmt. Aber ich hatte sehr viel Vergnügen. Mein kleiner Bruder hat sich halt ein bisschen gegruselt, aber wir hatten Spaß dabei. Der Film ist insgesamt wirklich wie eine, abschließend kann man sagen, der Film ist wie eine Geisterbahnfahrt. Man geht rein und man ist im Moment, man erschreckt sich, man gruselt sich. Aber man weiß insgesamt, es ist ja nicht echt. Es ist ja alles halt zum Spaß. Und man kommt raus und ist froh, dass man das erlebt hat. Man ist froh über den Adrenalinrausch, den man hatte. Und insgesamt hatte man da doch eigentlich sehr viel Spaß damit. Und das ist auf jeden Fall meine Empfehlung dafür. Und ich finde, das hier zeigt, dass Eli Roth sehr viel mehr kann, als ihm viele zugestehen als Regisseur. Ich finde, hiermit ist er sehr viel erwachsener, als er sonst in seinen Filmen ist. Und ironischerweise ist dieser Film für ein sehr viel jüngeres Publikum. Das war meine Meinung. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß im Kino. Bis dann.